Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Interview. Ja, heute auf dem heißen Stuhl habe ich den Mr. Semtex HD. Hallo. Ja, hallo. So, ich Stell freue dich mich mal doch. hier zu sitzen. Gut, okay. Ja, ich bin der Mr. Semtex HD. Ich habe jetzt mal spontan den ganzen Arsch voll mit Abonnenten zugepumpt gekriegt. Und weil dann einfach so viele Fragen gekommen sind und auch doppelt und dreifach Fragen gekommen sind, dachte ich mir, mache ich so ein kleines Interview. Und dann habe ich mir einfach mal ein bisschen überlegt, okay, wer könnte das Interview machen? Ja, und dann kam ich halt auf dich, weil ich dich jetzt von Minecraft und so noch kenne. Und deswegen dachte ich, ja, kann man das mal so ein bisschen kombinieren. Oder Schön. nicht? Das freut mich auf jeden Ja. Fall. Ich freue mich über jeden Interviewgast. Über Eben. jeden, der auf meinen heißen Stuhl schmoren muss. Ja, der ist ja schon gut vorgegangen. Da haben ja schon einige große Leute Platz genommen. Ja, und na gut, was da noch alles, na, das will ich mal nicht erzählen, was da noch alles drauf ist auf dem Das Stuhl. Markerchen hat zwar so ein Kaugummi drunter geklebt, aber gut, das Ja, ist ja nicht so. genau. Das wollte ich jetzt nicht so sagen. Aber okay. So, du hast ja doch erwähnt, also das Marker, ne? Weiß Bescheid, er ist dran Ja. schuld, nicht ich. Eben. Der war das. Alles Aber klar. gut, immerhin habe ich eine Und Hose an. wie fühlt man sich denn jetzt mit so, also wenn man so gepusht wird? Gleich mal so die Frage von mir. Ja, es war natürlich schon geil. Ich habe vorgestern von Krieger erfahren, dass ich das Kommentiers gewonnen habe. Und war dann auch den Abend noch mit ihm im Livestream gewesen. Das war schon wirklich richtig, richtig gut. Meine Hände, die haben gezittert wie blöde. Ich war so nervös gewesen. Und weil vorher, ich hatte 686 Abonnenten gehabt, bevor das mit Kommentiers kam. Ja. War ich auch schon mega stolz drauf gewesen. Und aber dann jetzt im Vergleich zu jetzt ist das natürlich, ich will nicht sagen, das ist jetzt gar nichts, aber ist schon nur erheblich, erheblich weniger. Und wo dann das Kommentiers hochgeladen wurde, morgens um 6. Und ich stand so auf, wollte mich gerade fertig machen, gehe zur Arbeit und sehe so, will nochmal eben schnell so vom Duschen nochmal Abonnenten aktualisieren und guck so 730. Ich so, was ist passiert heute Nacht so, ne? Ja, das kenne ich, das kenne ich. Dings, und dann habe ich dann halt gesehen, dass Krieger das Ding hochgeladen hat. Und dann habe ich wirklich bis zur letzten Minute, bis ich wirklich ums Verrecken los musste, war ich zu Hause gewesen, habe versucht, diese Flutwelle an Kommentaren und an Nachrichten irgendwie jedem noch antworten zu können. Aber irgendwann musste ich mich der Masse dann einfach geschlagen geben. Aber es war Ja. wirklich geil. Ich habe auf Arbeit, ich habe mehr mit meinem Handy am Rumspielen gewesen als alles andere, weil ich immer auf die Aktualisierung geschaut habe und so. So viele Leute aus dem Real Life und so haben mich angerufen, wo ich die 1000 geknackt habe und haben mir da Gratulations-SMS geschrieben und sowas. Das war echt Süß. klasse. War Das wirklich richtig ist süß. klasse. Ja, ich kenne das. Ja, bist du auch so total strahlend durch die Arbeit gelaufen? Warst die ganze Zeit happy gewesen? Ja, auf jeden Fall. Und wenn man mal meine Freundin fragt, hat sich das, also wie er vorgestern die Oh, Nachricht die gelesen hat, Ärmste. Die dass ich das Ärmste. Kommentiers gewonnen habe. Ich habe gequietscht wie ein Justin Bieber-Fan, dem eine Boxershorts zugeworfen wird oder sowas. Und habe sie Okay. mir erstmal direkt geschnappt und bin mit ihr erstmal essen gegangen, weil ich mich so gefreut habe. Ich sage, komm, Scherz, gibt was zu feiern. Es war jetzt mitten in der Woche und ich muss morgen früh um 5 hoch, aber wir gehen jetzt essen. Okay. Also hat es doch schon Vorteile für deine Freundin, ne? Ja, die ist happy. Vor allem dadurch, dass ich jetzt damit beschäftigt bin, Nachrichten zu beantworten, kann sie in Ruhe Sims spielen. Okay. Das passt doch, das passt Gut. doch. Ja, auf jeden Gut. Fall. Okay, bevor wir jetzt hier haufenweise Fragen schon damit beantworten, fangen wir jetzt einfach mit der ersten an. Wie Ja. geht's dir? Ganz schlicht Ja, und mir einfach, geht's. wie geht's dir? Erstmal ganz stumpf vorweg. Aber mir geht's gut soweit. Ist so ein bisschen kratzen im Hals. Vielleicht hört man das ein bisschen raus. Aber ansonsten super hier in Bremen ist. Es ist brutal schwül und warm. Ich gehe richtig kaputt. Ich habe jetzt extra für die Aufnahme meinen Ventilator ausgeschaltet, weil sonst macht das die ganze Zeit so im Hintergrund. Wie Deswegen beim aber, Zahnarzt. ja, genau. Und aber ansonsten geht es mir super, wirklich. Einfach die Laune von den letzten Tagen, die geht einfach nicht weg. War gestern wieder im Livestream gewesen und dann noch mit Kaboom geskypt und sowas. Und das war einfach so geil. Das sind einfach wirklich, da ich noch keine Kinder und noch keine Hochzeit hinter mir habe, so ziemlich die besten Tage in den letzten ein, zwei Jahren. Okay, das klingt immer super. Das klingt echt super. Ja. Schön. Das fiebert gleich hier mit, ey. Okay, dann wurdest du gefragt, welches Headset du hast. Also, ich benutze das Turtle Beach Earforce PX21. Meine Freundin fragt sich immer, wie ich mir diesen Namen merken kann. Aber ja, gut, wenn ich schon in den Laden gehe und da fast 70 € für so ein Headset bezahle. Ich weiß, das ist noch wenig. Es gibt zum Beispiel welche wie den Kaboom, der benutzt das Beyerdynamic MXX, irgendwas mit 200, 600, was auch immer. Das kostet 250, 300 €. Ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. Aber das Headset, ich muss sagen, dafür, dass es verhältnismäßig wenig kostet, ist es klasse. Es ist zum Zocken klasse. Auf jeden Fall, ich kann PlayStation und Skype gleichzeitig über das Headset laufen haben. Das heißt, ich höre meine Skype-Konfi und höre den Spielsound von der PlayStation. Ist richtig geil, muss ich sagen. Und für das Geld wirklich ein super Headset. Und die Mikroqualität finde ich eigentlich auch recht gut. Ja, nee, das stimmt.
Also ich kenne es ja auch von mir jetzt, also meine Videos, die ich damals so noch vor 2 Wochen hatte, das war eine scheiß Qualität gewesen, muss ich auch zugeben, aber da hatte ich noch kein Headset gehabt, was ordentlich war. Ja. Und jetzt von damals zu jetzt, der Unterschied, das ist schon extrem krass. Also da lohnt sich das auf jeden Fall. Also gleich mal alle YouTuber, die jetzt neu anfangen, holt euch ein ordentliches Headset, denn das macht einiges aus. Also es macht wirklich einiges Eben, aus. es macht auch viel mehr Spaß, euch dann zuzuhören. Ja. Das war ja auch eine Sache bei Kommentier ist gewesen. Ich habe auch mir viele angeschaut, können bestimmt auch viele bestätigen, weil ich auch viele Kommentare drunter geschrieben habe. Und es ist einfach bei vielen das Problem gewesen, Sound klang wirklich schlecht und dann vergeht einem einfach schnell die Lust, jemandem dann zuzuhören. Das ist Ja, leider einfach so. genau, das stimmt. Gut, okay, welche 3 Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen und warum? Ja, also auf jeden Fall würde ich irgendwie ein Boot mitnehmen, dass ich zurückrudern kann. Das wäre schon mal nicht schlecht. Nix Boot, du Dann bist würde auf einer einsamen Insel, ohne irgendwie was mit deiner Zivilisation zurückzukommen. ich glaube, dann würde ich es so Minecraft-mäßig machen. Ich würde mich da einfach niederlassen, würde mit der Okay. Handkante einen Baum kaputt schlagen und würde dann anfangen, da einfach einen Neustart zu machen. Nein, also ich würde Okay. wahrscheinlich meine Freundin mitnehmen, meinen besten Kumpel und weiß ich nicht, Eine Flasche irgendjemanden, Bier. der. Nee, ich würde meinen besten Kumpel mitnehmen. Meine Freundin und hier Bear Grylls, weil der einfach so ein Überlebensexperte ist, der könnte uns schon irgendwie uns ein Ah, ja, 5-Sterne-Restaurant da der zusammen von basteln. dem Max, ne? Der alte Ja, Typ da hier. der Pissetrinker. Der ist aber cool. Ich mag den. Ja, Also, der der ist auch Einzige, echt. der sah, also mal so eine Sendung ordentlich macht. Da gab es ja auch noch so ein komisches Pärchen da, das ist irgendwie, weiß ich nicht, von Arsch. Aber der fett, der Bear Grylls. Ja. Okay, also die Nee, 3 Leute die würdest du würde ich. mitnehmen. Kein Ja, Essen, also. kein Trinken, kein nichts. Ach, auf einer einsamen Insel heißt ja nur, dass es keine Menschen gibt. Irgendwo werden da schon ein paar Kokosnüsse rumhängen und Fische sind im Wasser. Also, da Also kommt man schon irgendwie zurecht. du Ich habe lebst von Castaway Luft gesehen. und Ich weiß, Liebe was zählt. also. Ich lebe, ja, Luft, ja, Liebe weniger mit meinem besten Kumpel, aber von Luft und Liebe, das kommt schon ganz gut hin. Wieso? Du nimmst doch deine Freundin mit, hast du gesagt. Ja, aber auf so einer einsamen Insel, da hört man uns ja die ganze Zeit. Das ist für die anderen ja nicht so schön. Da geht er ins Wasser. Wacht unter Wasser. Außerdem, soll ich mich hinter so einem Palmbusch mit ihr verstecken? Das ist ja auch nicht Genau, schön. genau, genau. Da teilt ihr euch mit dem Krokodil das Nest und dann geht's los. Ja, aber volle. Dann hört man sie auf jeden Fall schreien. Oh wei, hier ist was los. Schlimm, schlimm. Ja, was würdest du dir wünschen, wenn du 3 Wünsche frei hättest? Oh, ja, natürlich könnte ich jetzt diese Standardsachen von wegen, ich wünsche mir Weltfrieden und bla bla bla. Aber ganz, ja, weiß nicht, ob ich mir das dann wirklich wünschen würde. Wahrscheinlich wäre ich wäre wahrscheinlich so jemand, ich würde mir so einen riesigen. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass ich von Hugh Hefner adoptiert werde. Das Lol. wäre auf jeden Fall schon mal ein Wunsch. Hugh Hefner kennst du? Ja, klar kenne ich Joetta. Klar. Wer Hugh Hefner nicht kennt, Hugh Hefner ist der Besitzer von Playboy. Und von dem der Adoptiv, weil es war einfach früher auch mal diese große Diskussion, wenn du dir aussuchen könntest, welcher Promi deine Eltern sind oder irgendwie sowas dann, ne? Wen würdest du Okay. nehmen? Alle mal Bill Gates, weil der so cool hat. Ach, Ganz Bill ernst, Hugh Hefner hat Gates. auch Das so war. viel Kohle. Ich würde lieber Hugh Hefner George hat auch so Clooney viel nehmen. Kohle. Aber man darf nichts mit seinem Vater am Laufen haben. An was Das ist hast gegen du das schon Gesetz. wieder gedacht, ey? Ist ja schlimm. Ja, du nimmst doch nicht George Clooney, weil er mal einen Rettungssanitäter gespielt hat und dir im Notfall mal eben schnell weiß, wie man im Fernsehen da jemanden verarztet. Nee, also wie gesagt, Hugh Hefner hat auch so viel Kohle, dass er die nie ausgeben kann, nur das ganze Haus voller halbnackter Weiber. Und das ist natürlich dann auch ein kleiner Vorteil. Das Dann würde ich stimmt wohl. mir als zweiten Wunsch, was soll ich mir als zweiten Wunsch wünschen? Ich weiß es nicht. Was würde ich mir. Oh Gott. Ich würde mir wünschen, dass George Lucas mit der verfickten Scheiße aufhört, seine kompletten Star Wars-Filme nochmal neu zu verfilmen und digital nachzubessern und all diesen Scheiß. Der soll die einfach so lassen, wie die sind. Oder generell, dass alle damit aufhören. Auch Spiele. Ich habe keinen Bock von irgendeinem Spiel, was ich in der Originalfassung geliebt habe, wie Devil May Cry oder sowas, da jetzt eine neu aufgelegte und neu fertig gemachte HD-Fassung von zu spielen. Das ist für Okay. mich nur reine Geldscheffelei und das finde ich scheiße. Man soll die Sachen so lassen, wie sie sind. Und das würde ich mir definitiv wünschen, weil das macht einfach das auch ein bisschen diese Gefühle kaputt. Für mich gehört zu diesen alten Spielen auch die alte pixelige Grafik dazu, damit halt wieder richtig dieser Retro-Flash durchkommt. Und was wäre mein dritter Wunsch? Mein dritter Wunsch, ja, mit Kaboom habe ich gestern geskypt, das hat sich erfüllt. Bei Krieger war ich im Livestream, das ist auch erfüllt. Ich glaube, dann nehme ich eine Kiste Cola oder irgendwie so. Ich glaube, dann Eine habe ich Kiste eigentlich. Dann Cola. hab ich nicht mehr viel auf der Liste. Und eine Okay. Kiste Cola kann ich immer gebrauchen. Die wird schon irgendwie alle. Also, mein Lieben, wenn ihr mal eine Kiste Cola sponsern wollt, hey, sendet's an Mr. Semtex. Da ist schon mal der Genau. Wunsch erfüllt.
Eben, man fährt nach Bremen, kommt man vorbei und stellt sie mir vor die Haustür. Genau, aber hier nicht von wegen Coca-Cola Light oder so eine Scheiße, ey. Muss Nee, richtig vor allem ordentlich mit dem. originale Cola sein. Am besten Fritz Cola, wenn ihr die kennt. Fritz Cola? Was ist das Ja, denn? das sind so zwei Jungs aus Hamburg, die haben ihre eigene Cola gemacht mit dem gesetzlich erlaubten Höchstwert an Koffein. Es Okay. schmeckt richtig lecker, hat auch so ein leicht zitroniges damit drin. Die find ich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Die kaufe ich mir eigentlich immer. Und naja, wenn ich Okay. mal mal eine größere Flasche haben möchte, dann hole ich mir Coca-Cola. Aber bestimmt nicht diese Light oder mit diesem goldenen Deckel, die Ja, koffeinfreie und sowas. genau. Die sind Das ist echt. für so Kinder von so Bio-Eltern, aber nichts für mich. Kinder von Bio. Oh mein Gott, Kinder von Bio-Eltern, alles klar, okay. Kriegt dann Bionade mit zum Turnunterricht und sowas. Okay. Nee, das wären so meine drei Wünsche. Na, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Ja, was wolltest du als Kind schon immer werden? Also mein größter Wunsch als Kind war Kartenabreißer im Kino. Was, Das ist so die Kartenabweiser im Kino? Ja, das war die Lieblingsstory meiner Mama. Die hat mich damals halt gefragt, Henrik, was willst du später mal werden? Ja, und meine Kumpels sind alle Feuerwehrmann und Fußballprofi und alles Mögliche. Und ich hatte damals einfach den Gedanken gehabt, der Typ, der da im Kino ist und die Eintrittskarten so abreißt, so einreißt, ne? Okay. Der kann ja jeden Film umsonst gucken und darf so viel Popcorn essen, wie er will. Und das war für mich einfach so geil, dass ich unbedingt Kartenabreißer im Kino werden wollte. Das habe ich damals auch im Kindergarten, bevor wir vom Kindergarten auf die Schule gekommen sind und unsere Kindergartenleiterin uns das auch gefragt, habe ich erst auch gesagt, Kartenabreißer im Kino. Das fand ich klasse. Gott, das habe ich ja noch nie Das war so gehört, so mein ein Wunsch. Traumjob. Ja gut, später, wo ich dann älter wurde, da habe ich den Kartenabreißer dann aufgegeben. Okay, Da warum? ging es ein bisschen mehr in, ja, da ist mir eingefallen, dass man damit kein Geld verdienen kann. Okay. Wenn man 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche oder sowas da im Kino sitzt, dass man dann wahrscheinlich auch so ziemlich jeden Film schon 100 Mal dann gesehen hat und dass es dann auch irgendwann langweilig wird und Popcorn Das einem irgendwann stimmt, auch nicht mehr ja. schmeckt. Kartenabreißer. Kartenabreißer im Kino, ja. Fand Okay. ich klasse dann. So, jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich wahrscheinlich nicht richtig aussprechen kann, aber egal. Fangen wir mal an. Kirk oder Picard? Keine Ahnung. Oder sollte ich fragen, Originaltrilogie oder Part 1 bis 3? Ja, die Frage, ich habe mir vorhin ja die Fragen durchgelesen, die fand ich echt genial. Bevor jetzt jemand meckert, Kirk und Picard ist nicht Originaltrilogie und bla bla. Es sind mehrere Fragen in einer Frage. Die Frage nach Kirk und Picard und nach Originaltrilogie oder die neuen ist ja schon mal generell die Grundfrage: Star Trek oder Star Wars? Da muss ich ganz klar sagen: Star Wars. Und dann unterteilt sich das ja noch in diese beiden Hauptfragen. In der Star Trek-Szene gibt es keine berühmtere Frage als Kirk oder Picard. Dazu muss ich sagen, einmal geht es um James Tiberius Kirk und Jean-Luc Picard. Das sind beides Kapitäne von der Enterprise. Der eine in der Originalserie von 1900, schlag mich tot, 50, 60 oder irgendwie sowas. Und Picard dann halt von der Next Generation. Und ich sehe das Ganze so, ich finde, Picard ist einfach eine wirklich geile Sau. Kirk ist meiner Meinung nach von William Shatner extrem schlecht geschauspielt. Und die Art, wie er so redet, die finde ich so ein klein wenig merkwürdig. Das geht mir dann so ein bisschen auf den Sack. Deswegen mag ich Picard lieber, aber ich mag von der Serie her die Originalserie lieber. Also Okay. als Kapitän Picard, aber die Serie Original. Und Originaltrilogie oder die neuen Teile, ich glaube, das sollte es für niemanden, der ernsthaft mal angefangen hat, Star Wars zu gucken, auch nur die Frage sein. Also so Clone Wars, diese verfickte Anime-Zeichentrick-Scheiße, die fällt komplett weg, wenn ich irgend so ein Kind, so ein kleines, verficktes, 11-jähriges Kind mit einem Star Wars The Clone Wars T-Shirt rumrennen sehe, da würde ich es am liebsten anzünden oder sowas. Wenn es das Shirt noch anhat, am liebsten anzünden oder irgendwie so. Finde ich, boah, das regt mich richtig auf. Auch diese neueren, also Teil 1, 2 und 3 sind ja die neuen, Teil 4, 5 und 6 sind ja die alten. Ist schon so Ja. ein wenig verwirrend und da könnte ich einfach nur kotzen. Teil 4, 5 und 6 sind so geil. Dann wollte man die Vorgeschichte und wie das alles geklappt hat verfilmen und das ist einfach nur Müll geworden. Episode 1 geht noch, aber 2 und 3 sind wirklich extrem enttäuschend. Wobei ich war nie so enttäuscht gewesen wie bei 1. Ich war zu Teil 1 damals ins Kino gegangen, also Episode 1. Ich bin rausgegangen und ich habe sofort mein Laserschwert in die Mülltonne geworfen. Ich habe damals so ein Laserschwert mitgehabt ins Kino. Also, Okay. wie gesagt, die Originaltrilogie und Picard, aber die Originalserie. Das sollte eigentlich an alles beantwortet sein. Und wird hauptsächlich aber Star Wars und nicht Star Trek. Star Trek finde ich eigentlich ziemlich beschissen. Alles klar. Ja, nachdem du nun nicht Kartenabreißer geworden bist, als was arbeitest du denn jetzt? Ja, ich bin jetzt Verfahrenstechnologe, genau gesagt Verfahrenstechnologe in der Müll- und Futtermittelwirtschaft. Das ist aber eine Sache, die keine Sau kennt, Das wollte ich deswegen gibt es nämlich da jetzt gerade noch eben den. fragen. Was ist das bitte? Der allgemeindeutsche Begriff dafür ist Müller. Ah, okay.
Ist im Prinzip Naturwissenschaft, also Bio, Physik, Chemie, dann noch Mathe, Laborarbeit und körperliche Arbeit und Computerarbeit so zusammengemixt in einen richtig geilen Beruf. Leider Gottes wird er kaum noch gelernt heutzutage, weil keine Sau auf die Idee kommt, Mensch, ich lerne mal Müller. Alle werden dann irgendwie Kfz-Mechatroniker und Friseur und irgendwie sowas. Das stimmt, ja. Und nichts gegen den Friseur, aber es werden halt viele Friseure. Das stimmt. Und ja, bei mir kam es halt damals so, der, ich nenne es immer der aktuelle Stecher meiner Mutter, aber das klingt wahrscheinlich in so einer Aufnahme dann ein bisschen mies. ja, ihr aktueller Lebensabschnittsgefährte, drücken wir es dann mal so aus, hat in der Mühle gearbeitet, in der ich dann auch gelernt habe. Und deswegen kam ich dann darauf, das zu machen, weil Biophysik, Chemie, Mathe schon immer so mein Ding gewesen sind. Und es gibt zwei Berufsschulen für Müllerei in ganz Deutschland, eine in Wittingen und eine, ich glaube, in Frankfurt. Wittingen, das liegt so bei Uelzen, Gifhorn und Wolfsburg. Und ja, es werden 40 Leute in ganz Deutschland im Jahr so als Müller ausgebildet, wenn ich es richtig im Kopf habe. 40 bis 80, je nachdem, wie da der Andrang ist. Extrem wenig. Und man darf als Müller als Geselle ausbilden und nicht erst als Meister, weswegen ich auch schon Azubis an die Hand gekriegt habe. Cool. Und das war ganz witzig, weil ich habe mit 16 angefangen, mit 19 ausgelernt und habe einen Azubi gekriegt, der war 21. Das kommt cool auf jeden Fall. Ja, das war echt Geil. witzig. Aber der Job ist wirklich klasse, weil einfach dieser Mix. Du hast Arbeit im Labor mit den ganzen Analyse-Dingern, du hast natürlich dann noch die ganzen Planungsgeschichten, Computersachen, wie du die Maschinen fährst und sowas. Mischungsverhältnisse bestimmen, dafür brauchst du wieder den ganzen Bio- und Chemiekram für. Und einfach dieses ganze Managen dieser Mühle, das ist einfach, macht mir riesen Spaß, der Job. Ist wirklich klasse. Klingt sehr lustig und sehr interessant, auf jeden Fall. Und ist vor Auf allem jeden Fall, wirklich also. nicht jeder, also Eben, heftig. es wird nicht jeder und deswegen kann ich auch an jedem sagen, der bis jetzt vielleicht noch mit dem Berufsleben so ein bisschen hat schleifen lassen und sagt, oh, ich habe keinen guten Abschluss, habe gar keinen Abschluss oder Ja. hab schon zwei Ausbildungen abgebrochen. Ich war mit welchen in der Berufsschule gewesen, die hatten gar keinen Schulabschluss, die hatten schon drei Lehren abgebrochen, alles Mögliche. Es gibt viele Mühlen, die haben seit 10, 15 Jahren keine Azubis gehabt. Die nehmen alles, was da eine Bewerbung hinschreibt. Und wenn ihr euch dann in der Berufsschule wirklich den Arsch aufreißt und lehrt, es ist wirklich ein komplexer Beruf, für den wirklich viel Wissen gebraucht wird. Und wenn man sich da aber durchbeißt und sagt, okay, ich habe vielleicht bis jetzt nur geschlurrt, aber ich will jetzt meinen Arsch hochkriegen, dann kann ich das auch nur jedem empfehlen, weil es ist einfach wirklich ein geiler Beruf und es gibt einfach wirklich viele Möglichkeiten, da noch reinzukommen, auch wenn es in anderen Berufen ja vielleicht schon zu spät ist. Das stimmt. Ist auf jeden Fall sehr Ja. interessant, ja. Ja, das stimmt. Ja, deine Tipps für Einsteiger auf YouTube. Ja, Einsteiger auf YouTube gibt es ja jeden Tag wahrscheinlich gefühlte 200 Stück, allein schon in unserer Szenerie, also der Let's Play und Commentary und weiß ich was Szenerie. Mein Tipp ist einfach, nervt die großen Kommentatoren nicht zu sehr ab. Natürlich ist es natürlich das Geilste, wenn ihr als Beispiel, ihr fragt Elotrix als Beispiel an, ey Elotrix, hast du Bock auf ein Duel? Und stellen wir uns mal vor, Elotrix würde ja sagen. Natürlich hat man dann von einem Tag auf den anderen 20.000 Abonnenten, ist natürlich geil. Das Problem ist aber auch einfach, Abonnenten, die richtig über die Zeit gekommen sind, bleiben in der Regel auch mehr als, ich glaube jetzt auch, ich habe jetzt zwar viele Abonnenten durch Krieger gekriegt, durch das Kommentieren ist. Ich freue mich über jeden, der gekommen ist, aber ich habe einfach, muss erstmal schauen, welche davon dann auch wirklich auf lange Zeit aktiv sind. Und das sind dann, finde ich, immer die Abonnenten, die zählen. Und mein Tipp für jeden, der neu anfängt, ist, macht was Besonderes, macht euer eigenes Ding, verstellt euch nicht, wenn ihr, wie Krieger, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesagt hat, wenn ihr 14 Jahre alt seid und habt eine Piepsstimme, dann macht dementsprechend eure Commentaries. Und wenn ihr, weiß nicht, 13 seid, dann versucht gar nicht irgendwelche Real Life und ich hatte ja schon 20.000 Viber-Stories und sowas zu machen, auch wenn es vielleicht Tatsache ist, aber das kauft einem dann einfach keiner ab. Und einfach man selbst sein, einfach so sein, wie man ist. Und wenn man halt ein kleines nerdiges Kellerkind ist, dann kann man selbst das noch positiv irgendwie rüberbringen. Kleines Und dann. nerdiges Kellerkind. Ja. Wie geil. Und dann kommt das einfach mit der Zeit und dann lernt man hier einen kennen, lernt da einen kennen, hat mal da ein Duel und da ein Duel und kommt Ja. dann so gesehen immer weiter oben in den Rängen ab und dann geht das irgendwann von ganz alleine. Kleines nerdiges Kellerkind. Das muss ich mir Ja, merken. Das klingt richtig gut. das soll sich niemand beleidigt fühlen. Ich sehe mich selber irgendwo als Nerd an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber ne, ich glaube, da wissen viele, was gemeint ist mit dem Kellerkind dann auch vor Ja, allem. nee, ist ja, das ist schon okay. Ja, aber es soll sich jetzt niemand beleidigt fühlen, nur weil er, weiß ich nicht, gerne ein Zimmer im Keller hat oder irgendwie sowas. Ja, also die müssen sich jetzt nicht angesprochen fühlen, ne? Eben, eben. Ja, okay. Warum bist du in Skype so oft abwesend? Ja, ich glaube, so ein Zusatz zu der Frage war noch gewesen, wie kann ich im Livestream sein, wenn ich in Skype offline bin? Genau. Das liegt ganz einfach daran, ich habe zwei Skype-Accounts. Ich habe einen Skype-Account in den
so ziemlich jeder und alles und überall überhaupt reinkommt. Und dann habe ich noch einen zweiten Skype-Account, in den gehe ich immer rein, wenn ich Aufnahmen mache. Da sind zwei, drei Leute aus dem Clan, fünf, sechs, sieben andere Kommentatoren drin. Also jetzt Krieger und Kaboom und alle so, mit denen ich auch dann Pitbull und sowas, mit denen ich dann auch Duels mache und zusammenarbeite und sowas. Weil einfach es mir tierisch auf den Geist geht, wenn ich in einer Aufnahme bin oder irgendwie mit Pitbull Minecraft spiele oder sowas und man ständig dann in irgendwelche Konfis gezogen wird, hunderttausendfach angeschrieben wird. Ich meine, ich freue mich über jeden, der mich anschreibt und ich freue mich über jeden, der Kontakt zu mir sucht. Ich finde das geil, dass dann da so, man da so Feedback bekommt. Aber in Aufnahmen und oder zum Beispiel auch im Livestream, dann da ist das dann wirklich störend, auch wenn man sich auf beschäftigt stellen kann und man hört das nichts, aber wenn da unten die ganze Zeit mein Skype da am Orange am Aufblinken ist, stört das auch mich einfach. Und deswegen habe ich diese zwei Skype-Accounts. Es soll sich auch niemand beleidigt fühlen, dass er in den Hauptaccount nicht reinkommt. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich die Leute, die da sind, lieber mag als die anderen oder irgendwie so. Es ist einfach nur so, dass es wirklich einfach störend ist. Und deswegen ist da halt nochmal ein Account mit beschränkter Liste gekommen. Und deswegen halt bin ich, und auf beschäftigt bin ich eigentlich immer, weil ich grundsätzlich immer irgendwie am Skypen bin. Ich habe eigentlich fast den ganzen Tag lang mein Headset auf den Ohren, wenn ich zu Hause bin und bin mit irgendjemandem am Schnacken, auch wenn es nur einfach so ist. Und dann stört es halt auch immer, wenn dieses AO war ICQ. Ding, Halt, wenn diese ding. ganzen Ja. Ding-Ding und dann habe ich die Konfis ziehen. Deswegen, ihr könnt mich alle ruhig anschreiben, wenn ich auf beschäftigt bin. Zu 99% bin ich dann online. Aber deswegen ist einfach nur so, weil es einfach dann gemutet ist, alles an Geräuschen. Deswegen halt beschäftigt. Ja. Nee, das habe ich ja auch. Also, ich bin, auch wenn ich Gameplays aufnehme oder sonstiges, das nervt einfach mal nur, wenn permanent irgendein Ton im Hintergrund ist. Und von daher, ich glaube, wirklich jeder YouTuber hat sich eigentlich immer oft beschäftigt. Also, ich kenne Eben. echt sau selten welche, die sich dann auf online stellen, also auf grün, und weil es einfach wirklich nervt. Und naja, aber Ja. manche verstehen das halt nicht. Die, wirklich die Leute, die, sagen wir so, nicht in der Situation sind, wie wir jetzt zum Beispiel, die verstehen das nicht, warum wir da auf Eben. abwesend sind. Eben. Und Aber vielleicht haben es jetzt ein paar mitgekriegt. da wollen wir es mal hoffen. Ja. Ja, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Du hast ja in einem Commentary gesagt, dass du ein Duel mit deiner Freundin machen willst. Kommt das denn noch? Ja, das ist auf jeden Fall geplant. Das Problem war einfach, als ich damals die 680 Abonnenten hatte, da war sie schon ein wenig schüchtern gewesen, da vor Okay. 680 Abonnenten zu sprechen. Und jetzt, wo es fast 2000 sind, ist das nicht unbedingt besser geworden. Ja. Und da gehört jetzt noch, also sie hat es mir schon zugesagt, dass es kommen wird. Ich weiß noch nicht genau, wann es kommt. Ich werde es wahrscheinlich als irgendein Special machen, vielleicht als 2000er Special, 2500er Special oder so. Mal schauen. Und da gehört auf jeden Fall meinerseits noch ein bisschen Überzeugungsarbeit dazu, aber ich kenne sie, wir sind jetzt schon einige Jahre zusammen und das wird auf jeden Fall definitiv noch kommen, das kann ich euch schon mal versprechen. Das hört man doch gern. Ich bin auf jeden Fall Ja. mal gespannt auf das Duell. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, welche Spiele spielst du denn derzeit so? Also derzeit hauptsächlich Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Battlefield 3. Black Ops, Modern Warfare 1 spiele ich kaum, weil ich es nicht zu Hause habe. Ich leihe es mir aber zwischendurch mal aus der Videothek aus. Dann zocke ich wie bescheuert Borderlands und das wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten, genauso wie ich schon seit Jahren Oblivion spiele. Und Unreal Tournament 3 spiele ich auch wie bekloppt. Darkseid, das habe ich jetzt dreimal durchgespielt. Das wird langsam langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt ja Okay. aber dieses Jahr Teil 2 raus. Und was ich immer noch spiele, ist mein allererster Account, den ich damals bei der Pokémon Roten Edition mir erstellt habe, wo ich noch in die Grundschule gegangen bin. Der Account, das Profil lebt immer noch. Der Gameboy ist auf meiner Toilette. Und wenn ich dann mal da meine Geschäfte erledige, dann versuche ich da immer noch meinen Raupi auf Level 100 zu ziehen. Weil mein Ziel mit dem Account ist es, alle Pokémon auf Level 100 zu haben. Carpador habe ich jetzt neulich geschafft. Das war echt hart gewesen, Carpador auf Level 100 zu ziehen. Und, aber es macht, es wird, der Account besteht jetzt. Oh Gott, ich bin so alt, ich bin schon 23. Meine Fresse, der ist jetzt schon. Boah. Der ist ja schon fast na, 12, 13 Jahre Okay. Minimum, wenn nicht sogar länger. Vielleicht schon fast 15 Jahre habe ich diesen Spielstand bei Weißt du, Poké. was Ja, ich so mit gerade so 6. lustig finde? Wir unterhalten uns gerade ja über die Spiele und so, ja, und dann laberst du ja oder fängst an zu labern über Pokémon. Ja, Weißt du, das ich musste spiele mir ich halt gerade echt das aktuell noch. Lachen verkneifen. Du hast sie gefragt, was ich aktuell spiele, und da kann das Ist definitiv ja mit dazu vollkommen in erscheinen. Ordnung. Ich finde es ja auch nicht schlimm, aber ich finde so den Kontrast so, weil ich finde so Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Borderlands, Pokémon. Weißt du, der Kontrast, ja? So Ja, das ist Hammer. schon ein bisschen heftig. Aber ich kann mir einfach nicht den Account verkneifen. Ich könnte mich niemals
wegpacken, also dieses Spiel könnte ich niemals wegpacken oder irgendwie sowas oder mal den Account löschen oder sowas. Da kommt dann einfach wieder dieser Tamagotchi-Drang wieder durch. Wer Tamagotchis kennt, kleine, Ja, nervende, klar. dreckige Plastikviecher, die einem ständig in der Hosentasche am Piepen gewesen sind, weil man die füttern musste. Und so geht es mir mit meinen Pokémon. Die habe ich, wie gesagt, das sind seit 15, 16 Jahren meine Haustiere. Und um die muss ich mich natürlich kümmern. Die kann ich ja nicht einfach so in meinem Gameboy verkommen lassen. Deswegen wird das dann halt doch immer wieder ausgepackt. Aber nochmal, einen neuen Spielstand würde ich nicht anfangen. Ja, Vielleicht das. verlose ich die irgendwann mal, dieses Originalspiel von seit 15 Jahren. Mal schauen. Aber derjenige muss mir versprechen, dass er da nichts anfasst, weil sonst hacke ich mir die Finger ab. Okay, sonst gibt's Tote. Dann gibt es definitiv Tote. Scheißegal, wo der wohnt, da fahre ich hin und dann fahre ich ihn über. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, wie bekommt man Bezug von Duel- und Gast-Commentaries an dich ran? Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen komplizierter geworden als früher. Früher war ich so ziemlich über alles irgendwie froh, was ich irgendwie bekommen habe. Das Ding jetzt ist einfach, ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt zu Fame, um jetzt mit jedem ein Duel zu machen. Ich habe ja auch vorher nicht mit wirklich jedem ein Duel gemacht. Das Ding ist aber einfach, ich habe gestern passend mit den knapp 1200 Abonnenten auch gefühlte 3000 Anfragen nach Duels und 5000 Anfragen auf Gastcommentaries und alles Mögliche bekommen. Und dann habe ich mir einfach 99% der Leute, die ich mir dann angeguckt hatte, hatten halt dann wirklich, ja, im Prinzip teilweise hatten die nicht mal ein Video hochgeladen und ich konnte mir nicht mal angucken, wie die so sind und wie die so kommentieren. Und das ist einfach der wichtigste Punkt. Leute, die wirklich, wo ich sage, die finde ich gut, die machen geile Arbeit. Zum Beispiel, was auf jetzt kommen wird, ist ein Duel mit Imposant. Der hat auch bei Kommentiers mitgemacht. Ein Duel mit Ahornente wird kommen. Der hat auch bei Kommentiers mitgemacht. Das sind zwei, die ich zum Beispiel wirklich gut finde. Imposant habe ich auch schon vorher öfters angeguckt. Und das sind einfach Sachen, wo ich sage, die Leute finde ich gut und dann mache ich die Duels. Ihr könnt mich gerne immer wegen Duels und wegen Gastcommentaries anschreiben. Ich gucke mir dann in der Regel auch eigentlich immer euren Kanal an, auch wenn ich da nicht antworte, liegt es daran, dass ich dann in der Minute noch 20 andere Nachrichten gekriegt habe. Aber wenn mir es dann wirklich richtig, richtig gut gefällt, was ich sehe und ich das Gefühl habe, okay, mit dem könnte ich so auf einer Wellenlänge sein, dann ergibt sich das auch schon meistens dann ganz schnell von alleine mit den Duels. Dann frage ich auch meistens schon. Den Ahornente zum Beispiel habe ich auch gefragt. Deswegen. Nee, und schau mal, jetzt vor allem gerade mit den ganzen Abonnenten, du hast sowieso so schon so viel Stress, also das ist ja heftig. Und von Ja. daher verständlich. Deswegen will ich mir auch gar nicht vorstellen, wie es Gumana Krieger jeden Tag geht. Wenn jetzt Ja. ja so gesehen nur ein Bruchteil seiner Abonnenten zu mir rübergegangen ist den Tag, der hat ja wahrscheinlich noch das Hundertfache selber den Tag gehabt. Auf jeden Fall. Also, wenn man das jetzt so sieht, der hat ja, ich glaube, bei dem einen Video, da hatte der so seinen Kanal sozusagen vor sich gehabt. Und es stand auch rechts oben, ich glaube, 55 Nachrichten oder so im Posteingang. Also, das Ja. ist, aber denke ich mal, Wenn noch er nicht so, alles, wenn er was so, wenn man er so am so, Tag bekommt. Also. ja, wenn er so, wenn er so im Livestream ist und dann mal kurz irgendwie auf sein Facebook oder auf sein YouTube Genau. geht und man sieht da diese ganzen großen Zahlen da überall, wie viele Nachrichten da gekommen sind und so. Ja, das ist schon Genau. echt übel. Ja. Das ist schon richtig übel. Deswegen nochmal großen Respekt an der Stelle an alle Kommentatoren, die von mir auch an kleine Kommentatoren, die beantworten ja auch ihre Nachrichten. Das ist schon echt teilweise übel, was da durchgeforstet werden muss. Jetzt fange ich langsam an, das mal ein bisschen zu verstehen und nachvollziehen zu können. Deswegen mal an meiner Stelle da mal ein großes Daumen hoch an alle, die sich da jeden Tag durch diese Nachrichtenfluten durchkämpfen. Aber gut, was ist denn die nächste Frage? Ich sitze hier schon ganz hibbelig auf dem heißen Stuhl hier rum. Ja, Mir ich wird langsam überlege schon gerade, warm. aber die eine Frage werde ich zum Schluss. Okay, die nächste Frage. Die Jugend von heute fängt immer früh an, Filme und Spiele ab 18 zu spielen und zu rauchen. Was ist deine Meinung dazu? Naja, erstmal zum Rauchen. Ich habe selber mit 14 angefangen zu rauchen und dann mit 18 wieder aufgehört, weil da wurde es langweilig, da durfte ich das dann offiziell. Und nein, das wurde dann nicht langweilig. Ich habe einfach den einen Tag irgendwie einfach keine Bock mehr auf Zigaretten gehabt. Den einen Tag halt, da wollte ich mir einfach so mein Ritual, meine Morgenzigarette nebenbei zum Rasieren dann nicht anzünden, also Kippe im Mund und dann schön den Hals rasieren oder sowas. Wollte ich mir einfach, habe ich einfach so, ich so, ach nee, hast jetzt keine Lust auf eine Kippe, bla bla, war dann den ganzen Tag auf Arbeit gewesen, da hatte ich immer noch keinen Bock auf eine Kippe gehabt und ja, seitdem habe ich einfach keine mehr angezündet. Das war einfach von einem Tag auf den anderen einfach weg gewesen. Aber ich muss dazu sagen, Rauchen ist sehr, sehr gesundheitsschädlich. Ich empfehle es niemandem. Krieger hat jetzt dieses Video gemacht mit der E-Zigarette. Finde ich definitiv schon besser als richtiges Rauchen. Aber jemand, der noch nicht raucht und noch nicht mit irgendwas angefangen hat, auch bitte nicht mit dem Dampfen anfangen. Auch wenn das mit Apfelgeschmack und alles Mögliche gibt, aber dann auch wirklich davon die Finger fernhalten. Es ist einfach wirklich schädlich und vor allem das Schlimme ist, bei mir ist es so, mein Opa ist an Lungenkrebs gestorben, was mich eigentlich hätte schon, was das Rauchen angeht, abschrecken sollen. Man merkt einfach jetzt noch nicht, was es auf Dauer im Körper kaputt macht.
Und das kann man einfach meiner Meinung nach wirklich als junger Mensch mit 12, 13, 14 Jahren, wo die teilweise ja schon rauchen, einfach noch nicht abschätzen. Man fühlt sich noch jung, man fühlt sich noch kräftig, man zündet sich eine Kippe an. Ja, wenn ich Vor mich mit einem allem Messer fühlt man sich schon schneide, mal cool damit, deswegen machen die das ja, die ganzen eben. Kiddies. Eben, man fühlt sich ja so toll damit, man ist ja so erwachsen damit. Und das Ding ist aber einfach, es ist nicht so, wie jetzt, wenn man sich mit einem Messer, da schneidet man sich und hat direkt die Schmerzen. Die Kippe, die kommt wirklich auf Dauer, auf lange Zeit kommt das Ding. Und das ist einfach, kann ich niemandem empfehlen, wirklich, kann ich niemandem empfehlen. Aber wer meint, das machen zu müssen, ja, ist genauso wie jemand, der meint, jeden Tag 10-mal zu McDonald's zu laufen oder jemand, der meint, ständig saufen zu müssen. Wer meint, seinem Körper sowas zuzumuten, der soll das tun. Ich bin jetzt niemand, der den ganzen Tag nur Getreideflocken isst und nur ungespritztes Gemüse kauft und bla bla, weil ich jetzt hier so einen Gesundheitsfetisch habe oder irgendwie sowas. Aber ich gehe auch zwischendurch mal einsaufen und alles Mögliche. Man soll einfach das machen, worauf man Bock hat, aber wer meint, also jeder muss wissen, was er in seinen Körper reinschmeißt. Und ich weiß es bei meinem Auto. Für mein Auto kaufe ich nur wirklich das allerbeste Öl und den allerbesten Sprit, weil ich da so Wert drauf lege. Und in meinen eigenen Körper schmeiße ich teilweise solchen Müll rein. Und da muss man einfach dann auch mal überlegen, was man da seinem Körper Okay. eigentlich antut. Okay. Ja gut, ja. Man macht es aber meistens ja wirklich so für die anderen, da macht man immer das Beste, aber für sich selber, da steckt man schon gern mal zurück, ne? Eben, genau das ist es. Und da muss man einfach mal auch an sich selber denken. Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, machst du auch mal ein Real-Life-Video, wo man dein Gesicht sieht? Wir waren mit der Frage noch gar nicht durch, muss ich dich jetzt mal ausbessern. Oh, Es ging ja auch noch entschuldige. um Spiele, um Spiele, um Ach genau, Gewaltspiele und Spiele sowas. waren wir jetzt, genau. Da muss ich dazu sagen, da Oh ist mein es mir, Gott. also mir ist es, bei mir ist es so, ich bin jetzt niemand, der sagt, nur weil jemand Counter-Strike gespielt hat, wird er jetzt zum Amokläufer oder irgendwie sowas. Amokläufer sind welche, die haben generell einen an der Klatsche und ob sie sich da ihre Fantasien über Videospiele holen oder über irgendwelche Filme holen oder über einfach so aus dem Kopf holen, die werden da so oder so auf irgendeinen Trichter gekommen. Und deswegen habe ich da überhaupt nichts gegen. Mein Opa selbst mit seinen 72 Jahren, das ist mein anderer Opa nicht, der verstorben ist. Mein anderer Opa ist jetzt erst letztes Jahr verstorben. Und der hat mit seinen 72 Jahren noch mit mir im Keller gesessen und GTA Vice City gespielt und den ganzen Tag Nutten überfahren. Und ja, Okay. der hat damals mit mir angefangen. Das Erste, was ich damals mit meinem Opa gemacht habe, war damals GTA 2 aus der Vogelperspektive spielen. Da war ich noch wirklich klein gewesen. Und er stellt er sich da hin und sagt: Henrik, komm mal her, setz dich mal hin, nimm mal den Flammenwerfer, dreh dich im Kreis, da können die Bullen dich nicht erwischen. Das war schon echt witzig. Und dann hat er mir gezeigt bei, ich glaube, Saints Roses Third, also im dritten Teil, da laufen so alte Omas mit so Sauerstoffflaschen rum und wenn du da drauf schießt, dann explodieren die und so. Das fand er so geil. Und deswegen sage ich mal, wenn es einem 72-jährigen Mann nicht schadet, so eine Spiele zu spielen, dann schadet es meiner Meinung nach auch einem 14-Jährigen nicht. Ich habe selber in dem Alter schon gezockt. Ich habe auch damals, als ich noch kleiner war, Doom Teil 1 und 2 gespielt. Und alles Mögliche, ach, und ich lebe auch noch und ich habe auch nicht angefangen, irgendwelche Katzen im Garten auseinanderzuschneiden oder irgendwie sowas. Also ist alles total übergehypt von irgendwelchen Übermüttern oder irgendwie sowas. Also meiner Meinung nach sollte jeder spielen, worauf er Bock hat. Und nur weil da so ein bisschen rote Pixel durchs Bild fliegen, ist das Spiel nicht unbedingt gleich schlimmer. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber auch Herrlich. da gilt wieder, jeder muss überlegen, was er sich zumutet. Damals zum Beispiel Doom 3, als es rauskam, da haben schon einige wirklich irgendwelche Psychosen oder irgendwas von bekommen. Heutzutage wird man über das Spiel lachen, aber damals war das schon ziemlich übler Schinken gewesen. Und ja, ne, im Prinzip drückt jeder selber auf Play und muss man sich überlegen, was Ja. man da abkann. Ich bin gerade begeistert von deinem Opa, dass der da sowas mitmacht. Ja, Richtig genial. der war echt klasse. Der hat unten gesessen, Flasche Jack Daniels auf dem Tisch, dann haben wir zusammen dann gehabt und haben das ganze Wochenende GTA gezockt und so. Das war schon echt klasse. Ja, da hat echt richtig Spaß gemacht. Und Genial. die PlayStation 3, die habe ich auch von ihm geerbt, deswegen ist die mir ganz besonders heilig. Da werden mir auch niemals irgendwelche Autogramme oder irgendwas draufkommen oder so. Ja. Schon genial. Ja. Gut, bist du jetzt fertig? Ja, Nicht, dass jetzt ich bin ich wieder fertig. Jetzt können wir. eine Frage stelle und wir waren Genau. noch gar nicht fertig gewesen. Nein, Ah, jetzt können wir nee. weitergehen auf die nächste Frage. Okay, machst du ein Real-Life-Video, wo man auch mal dein Gesicht sieht? Also, ob es da ein Video geben wird, weiß ich noch gar nicht. Es gibt auf jeden Fall, ich habe ein Facebook-Profil. Mr. Semtex.de ist bei mir verlinkt. Viele haben auch, wie auch immer sie es hingekriegt haben, meine richtige Facebook-Seite, also meinen richtigen Facebook-Account gefunden. Ich kriege fast jeden Tag da ein oder zwei Anfragen auf den richtigen Facebook-Account. Okay. Es wäre ganz cool, wenn mir jemand verraten könnte, wo in welchem Skype-Account oder was auch immer mein Real-Life-Name drin steht. Das würde mich einfach mal interessieren. Nichts, dass ich jetzt dagegen habe, dass die Leute irgendwelche Bilder von mir sehen oder sowas. Es ist jetzt ja nicht so, dass ich jetzt, keine Ahnung was, der Typ aus dem Internet bin, der mit seinem, weiß ich was, Syndrom, was er hat, im Bus steht und Katy Perry singt oder irgendwie so. Ich bin schon tageslichttauglich, können wir es mal so ausdrücken. Und ich bin auch der Meinung, es ist vollkommen schnurzpiep egal, wie ein Kommentator aussieht.
Ob man jetzt Plauze hat oder man hat Spargel oder ob man jetzt Bart hat oder Orange oder blonde Haare. Mir geht es bei Kommentatoren um die Stimme, um das Wissen, was sie im Kopf haben und um die Art, wie sie zocken und so eine Sachen. Und wie der dann aussieht, ist mir vollkommen egal, weil ich muss nicht mit ihm schlafen. Und deswegen kann ich da jedem nur ans Herz legen, auf so eine Sachen da gar nicht so einen Wert zu legen hier bei YouTube. Solange es, wie gesagt, nicht um Geschlechtspartner geht oder sowas, da sollte das eigentlich kaum eine Rolle spielen. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, ja, da kommen wir gleich wieder zu Kommentatoren. Wer ist dein Lieblingskommentator und warum? Da muss ich zwei nennen. Also es steht wirklich eigentlich an erster Stelle steht Dr. Kaboom. Dr. Kaboom ist mein absolutes Kommentatoren, YouTube und was auch immer, alles zusammengepacktes Vorbild. Ich habe neulich mal mit einem Kumpel von mir geskypt und da habe ich ihm auch gesagt, also mit dem Chris, Mr. Gamble Germany 2, ist an der Stelle auch mal gegrüßt, dass er hatte irgendwie mit Kaboom und Max im Teamspeak geschnackt und da habe ich gesagt, boah, meine Fresse, ich würde, wenn ich ein Meet and Greet mit George Clooney oder mit weiß ich nicht was, Russell Crowe oder mit Obama gewinne, das würde ich sofort eintauschen für 5 Minuten Skype mit Kaboom. Und da habe ich auch neulich, war das Thema auch wieder gekommen, da hatte ich auch war ein Azubi von mir mit in Skype gewesen, der mich auch gefragt, und wie war es bei Krieger im Livestream zu sein? Ich so, war richtig, richtig geil bei Krieger im Livestream. Aber ganz, ganz großer Wunsch ist es halt auch nochmal mit Kaboom zu skypen. Und das hat er dann irgendwie mitbekommen, hat mich in Skype geedit und mich angerufen. Und das war schon richtig, richtig cool von ihm gewesen. Süß. Und mein Zweitlieblingskommentator ist an der Stelle Dr. Kaboom, wollte ich schon wieder sagen, Commander Krieger, weil ja, Krieger und Kaboom war für mich einfach damals so diese Traumgruppierung. Ich finde Commander Krieger immer noch wirklich sehr, sehr gut. Er steckt eine Mörderarbeit in seinen YouTube-Account. Er macht wirklich viel mit und für die Community und das finde ich wirklich klasse. Ja. Und hat immer wieder neue Ideen, immer wieder neue Vorschläge. In letzter Zeit jeden Tag den Livestream am Laufen. Er verdient sein Geld mit YouTube. Ich gönne ihm jeden Cent, den er damit bekommt, wirklich. Ich finde es klasse, dass es in Deutschland mittlerweile auch schon so weit ist, dass welche davon ihren Lebensunterhalt bezahlen können. Natürlich habe ich noch andere Kommentatoren, die ich wirklich klasse finde. Ich mag zum Beispiel auch gerne den Killer Chris, ich mag gerne den Max, ich mag so viele mag ich wirklich gerne, im Prinzip alle, die ich mir angucke. Und aber wenn ich mich da schon auf zwei festlege, eigentlich auf eine, wenn ich mich auf zwei festlegen muss, dann definitiv Commander Krieger und Kaboom. Das sind dann so wirklich meine beiden Lieblinge. Schön. Schön, schön. Ja, so in Schön. etwa geht es ja bei mir auch so. Nee, also die, die du alle genannt hast, die mag ich eigentlich auch. Also ich kann mich aber Ja. jetzt nicht so unbedingt auf zwei oder drei festlegen, weil ich mag einfach zu viele. Nein, Es das ist ist auch schwer, weil wirklich, vor allem ja. so ziemlich jeder Kommentator, den ich mag, der hat so einen Grund, warum ich den mag. Und jeder ist Genau. ja auch irgendwo was Eigenes und deswegen kann ich es auch immer schwer, irgendwelche miteinander vergleichen. Aber die Frage war jetzt halt nach der oberen Spitze gewesen und dann musste ich mich da jetzt festlegen. Aber normalerweise würde es besser, eine Top 20 oder sowas zu machen, weil da kämen auch wirklich Ja. wahrscheinlich alle unter. Das Also stimmt. soll sich jetzt niemand, den ich nicht aufgezählt habe, verletzt fühlen oder irgendwie so. Ich meine, gut, ich glaube, einem Max oder einem Friseur oder einem GSSD oder einem Undercereal ist es relativ egal, ob ich ihn jetzt hier gerade aufliste oder nicht. Aber Dings, wie gesagt, meine Lieblinge sind Kaboom und Krieger und natürlich noch ein ganzer Haufen anderer. Ja. Gut, okay. Ja, was ist deine Lieblingsfarbe? Ganz schlicht. Schwarz und Rot. Schwarz und Rot. Ja, unschwer zu erkennen am Kanaldesign. Ja, Schwarz, viele sagen, Schwarz ist keine Farbe, weil Schwarz und Weiß sind keine Farben, bla 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 bla. Habe ich im Kunstunterricht auch mal irgendwo gehabt. Ich kriege das nicht mehr zusammen, warum genau das keine Farben sein sollen. Schwarz ist für mich einfach, ich habe lange Zeit fast nur schwarze Klamotten getragen. Ich habe lange Zeit, so ziemlich, ich finde Schwarz einfach auch eine sehr edle Farbe. Ich finde so ein Auto in Schwarz oder so Computer, Maus, Tastatur und Fernseher und so Sachen in Schwarz sehen einfach viel besser aus als in irgendwelchen Weiß oder in irgendwelchen Silber oder irgendwie so. Schwarz ist eigentlich wirklich so meine absolute Lieblingsfarbe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag auch gerne Schwarzbrot anstatt Toastbrot. Okay. Deswegen Schwarz auf jeden Fall als Lieblingsfarbe und wenn es dann schon eine Farbe sein muss, dann halt Rot. Jetzt nicht wegen Liebe oder sowas. Ich finde Rot einfach eine sehr kräftige und signalstarke Farbe. Und ich finde auch Rot als Nuancen, also die verschiedenen Abtönungen von dunkel bis hell in Rot, eigentlich gibt es sehr, sehr schöne Kombinationen und Zwischenstufen. Und deswegen mag ich Rot relativ gerne. Fein, fein. Rot Ja, und wobei, schwarz. was Licht angeht, liebe ich blau. Alles, was irgendwie leuchten kann, bei mir habe ich alles mit blauer Beleuchtung. Ich liebe blaue Lichter. Wenn ich durch den Laden laufe und irgendwas leuchtet blau, dann muss ich das haben. Okay, also leuchtet jetzt, also leuchtet, also pass auf, deine Wohnung stelle ich mir jetzt so vor. Schwarze Möbel, also mit ein bisschen Rot dazwischen und blaue Beleuchtung.
Nee, da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass ich mit meiner Freundin zusammen wohne und die würde das zu verhindern wissen. Ach, so ein Blödsinn. Deswegen. Ja, leider, leider, leider. Aber meine Traumwohnung, die würde im Prinzip, ja, die wäre im Prinzip komplett schwarz-weiß gemacht mit den Möbeln. Weil ich finde einfach schwarz-weiß sämtliche Möbel und dann mit so ein paar Dekoartikeln halt Farbakzente setzen, mal mit Rot, mal mit Blau, mal mit Grün. Finde ich eigentlich eine ganz geile Sache. Hatte ich auch vorher meine eigene Bude gehabt. Okay. Ja gut, jetzt ist das Ganze hier dann doch ein klein wenig weiblicher gestaltet. Die eine Wand hier ist in einem dunklen Lila gemalt. Ich versuche mir manchmal einzureden, dass das Aubergine ist und dass das nicht einfach so ein schwules Lila ist oder irgendwie so. Aber gut, was macht man nicht alles, um seine Partnerin glücklich zu machen? Im Endeffekt, wenn wir Männer mal ganz ehrlich sind, haben wir bei solchen Sachen, bei Diskussionen sowieso verloren. Da brauchen wir gar nicht erst anfangen mitzureden. Das stimmt Notfalls wohl. kommen die Frauen sowieso dann immer mit dem, da gibt es 2 Wochen keine. So und so, um es hier mal im FSK 16-Bereich zu halten. Und spätestens dann lenken wir Männer ja ein und tun so ziemlich alles. Hauptsache, es gibt ja gut, ich sag's einfach mal, Muschi-Verbot. Das ist so ziemlich das Schlimmste. Man. Ich Davon finde es kann ich schade, nur dass es Lieder andersrum singen. nicht. Ich finde es schade, dass das andersrum nicht funktioniert. Dass wenn ich sage, du Schatz, kannst du mir mal eben schnell irgendwas holen? Nee, ich habe jetzt keine Lust drauf. Ey, weißt du was? Dann gibt es 2 Wochen Pimmelverbot. Dann sagt die Jod, stört mich nicht. Aber wirklich so. Das ist aber wirklich so. Das ist echt so der Hammer. Das ist, also geht mir und meinem Freund ja genauso. Wir sind, also, das ist genauso. Ohne Scheiße ist es genauso. Ja. Oh, Sie sagt immer, herrlich. ich habe die Muschi, ich mache die Regeln und ja, ich sagte immer, du hast die Muschi, du machst das Essen, aber dann schlägt sie mich immer. Also jetzt, ich schlägt mich nicht. Es gibt dann so einen Klaps im Nacken. Dann kriegt sie einen Klaps auf den Po, dann lächelt man sich an und dann ist alles in Ordnung. Süß. Oh, Ja. genial, genial. Herrlich. Ja, So. weil wir jetzt gerade beim Kochen waren, was ist denn dein Lieblingsessen? Also, ich liebe alles, was vom Grill kommt. Ich bin auch jemand, ich grille auch im Winter, das ist mir scheißegal, ob ich da in 30 cm Schnee stehe. Solange ich irgendwie eine Überdachung für den Grill habe, dass es nicht reinregnet, dann grille ich so oft, wie ich kann. Ich bin ein absoluter Fleischfanatiker. Ich könnte auch einfach, wenn ich irgendwo in ein Restaurant gehe und essen, die könnten ihre ganzen scheiß Salatbeilagen und irgendwelche blöden Reis-Dehnsalat dazu geben, können sie alles behalten, ich will da nur ein Stück Fleisch haben oder irgendwie so. Okay. Ich bin ein riesiger, riesiger Fleischfreund und ich mag gerne scharfes Essen. Ich mag richtig gern auch Chili con Carne. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Na klar, kenne ich Chili con Carne. Ich mach immer einmal im Monat koche ich Chili con Carne. Da gehe ich auf den Markt, da kaufe ich dann meine Paprikas ein, da kaufe ich mein Fleisch ein und da mache ich mir immer, ich glaube, ich mache dann für so einen Pot Chili con Carne, den ich dann für mich, Steffi, und ja, meistens muss ich für 20 Leute kochen, weil da mein halber Freundeskreis angelaufen kommt und was haben will, weil sie es so lecker finden. Da gehe ich für einkaufen, als würde ich, keine Ahnung, was Hummer mit Kaviar machen oder irgendwie so vom Wert hier, obwohl Chili con Carne ja ein sehr billiges Essen ist. Wollte ich Aber gerade sagen, da. eigentlich ist es aber so ein billiges Bauernessen gewesen von damals. Ja, aber das ist aber, man kann wirklich was Geiles draus machen. Du als Ja. Köchin müsstest das ja auch wissen, was es so alles Ja, na an klar. Möglichkeiten gibt. Über die 22 Jahre Experimentieren habe ich da einfach mein Rezept gefunden. Und 22 Jahre tust du jetzt schon kochen, aha. nein, 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 nein. Das war jetzt einfach nur eine Anspielung auf mein Alter, als ich ja schon so alt bin und ja 23 werde. Also er hat schon Oh. angefangen hier, wo er gerade nur so auf die Welt gekommen ist, ne? So nach der Devise hat er schon Ja, angefangen zu kochen. das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich habe die Nachgeburt genommen und habe sie klein geschnitten. Weil sie in der Pfanne Bitte, werden. das ist widerlich, ey. Oh mein Gott. Ja, das ist noch frisch, das Fleisch. Ja, Nein, ich habe die Plazenta ja auch gegessen, als ich noch im Bauch war. Warum nicht danach? trotzdem, das klingt aber ey, ohne Scheiß, wie das jetzt klang. Oh, Wow. ich musste gerade hab so eine eklige Story im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich die hier mal eben erzählen kann. Ich weiß Erzähl, nicht, leg wie abgehärtet. los. Erzähl. Meine kleine Schwester, die ist 10 Jahre jünger als ich, die ist zu Hause geboren worden. Wir haben damals auf dem Okay. Dorf gewohnt und da war so eine, fand meine Mama es ganz schön, eine Hausgeburt zu machen. Und die Nachgeburt hat sie aufgehoben. Die Boah. lag im Tiefkühlschrank, in so einer Tüte logischerweise drin, ne? Boah. Und weil sie wollte mal einen Lebensbaum für meine Schwester pflanzen. Im Prinzip die Nachgeburt in der Erde, einen Baum drüber und gut ist, ne? Ist Boah. auch so ein Brauch da in dem Kaff gewesen. Ja, fand ich auch Okay. extrem widerlich. Ja, jedenfalls in einem Tag gucke ich in die Tiefkühltruhe, da war meine kleine Schwester schon 10, 11 Jahre alt und gucke halt, was ich so kochen kann. Und hab da den Beutel mit irgend sowas Fleischchen drin gesehen und dachte, ey geil, das ist eine Putenbrust oder das ist weiß ich nicht was. Und ja, hab das dann auf die Spüle gelegt zum Auftauen. Meine Mama kam von nach Hause und hat dann halt gefragt, welches kranke Schwein das da veranstaltet hat. Und dann hat sie mich erstmal aufgeklärt, was das ist. Und da war ich echt froh, dass sie da von der Arbeit gekommen ist, weil wäre sie da nicht von der Arbeit gekommen, hätte ich mir wahrscheinlich den Abend hin noch in die Pfanne geschmissen. Und das wäre dann wirklich extrem, extrem widerlich geworden.
Und da habe ich halt erfahren, dass da diese Nachgeburt im Tiefkühlschrank liegt. Und seitdem wollte ich nichts mehr anfassen, was bei uns im Tiefkühlschrank gelegen hat. Ich fand diesen Gedanken einfach so widerlich, dass meine Mama das in den Tiefkühlschrank packt. Ich so, Mama, ich packe meine gebrauchten Kondome auch nicht in den Kühlschrank, falls meine damalige Ex-Freundin spontan Lust drauf bekommt, die doch mal so als kurzen wegzuziehen oder irgendwie so. Und ja, fand ich einfach eklig. Also wie komm. Oh nein, ich kann mir. Oh nee, ich will mir das gar nicht vorstellen. Stell dir mal vor, du hättest das. Oh nee, das ist. Ja, gut, ich hätte es wahrscheinlich beim Tüte aufmachen gemerkt, wenn da dieser blutige, matschige Brei da rausgefallen wäre. Da wäre mir wahrscheinlich schon von alleine der Appetit vergangen. Aber ganz ehrlich, man kann doch auch sowas mal beschriften. Ich meine, wir haben Dinge zu Hause gehabt, alles war beschriftet, überall stand drauf Kürbiscremesuppe, so und so viel da und dann, wann sie es eingefroren hatten, das war eine unbeschriftete Tüte. Ja, siehst du, das war dein Fehler. Du hast eine unbeschriftete Tüte genommen. Oh. Ich muss dazu sagen, ich bin selber nicht besser. Ich hoffe mal, dass mein Chef das nicht hört. Ich habe bei mir im Garten öfters mal Unkraut und um das loszuwerden, gehe ich immer auf Arbeit und klaue mir 80-prozentige Ameisensäure aus dem Kanister raus. Und die hebe ich immer in so Colaflaschen auf. Und weil die auch so eine bräunlich-dunkle Farbe hat, habe ich einmal meinen Neffen dabei erwischt, wie er sich da eine Flasche aus dem Regal nehmen wollte. Konnte ich ihm zum Glück gerade noch entreißen, war wirklich gefährlich. Wenn ich da nicht aufgepasst hätte und er hätte das Zeug getrunken, da hätte man ihm durch den Kehlkopf Scheiße. gucken können. Ja, aber da ist super gegen Unkraut. Da, ich habe das jetzt mit Frostschutzmittel gemischt und dann im Garten verstreut. Das Schöne an Frostschutzmittel ist, das verdampft nicht. Das bleibt. Und ja, ich glaube, die nächsten 20 Jahre wächst hier gar nichts mehr. Das sieht aus wie in Tschernobyl. Da merkt man voll, dass du ein bisschen schämiger bist hier, ey. Ja, Das ist also ja. das, man kann mir erzählen, was man will. Ich brauch nicht irgendwelches Unkraut bekämpfen mit anderem zusammengemixten Unkraut oder irgendwie sowas. Das Beste gegen Unkraut ist immer noch gute alte Chemie. Und die Steine, die waren blank und sauber, die sahen aus wie neu. Hat Okay. stellenweise gedampft aufkippen und ich musste eine Atemschutzmaske tragen, aber war in Ordnung. Oh mein Gott. Nee, aber das mit den Arsch. Ohne Scheiß, ich träume garantiert die Nacht davon, von deiner Story, die du gerade erzählt hast, ey. Das ist ja Ja, so. solange es abschreckende und nicht erregende Träume sind, ist das alles in Ordnung. Ja, das auf jeden Fall. Oh. Nicht, dass ich da jetzt so eine Fantasie in dir geweckt habe oder irgendwie Nee, so. nee, oh, bäh. Nee. Okay, mir bist weg, ey. Irgendwann kriegst du dann selber ein Kind und der erste Gedanke, wenn dir kommt, wenn das Kind auf der Welt ist, ist es ein Junge oder ein Mädchen, sondern, oh Gott, was mache ich mit der Nachgeburt? Hey, hör mir auf, ey. Friere ich sie ein oder schmeiße ich sie direkt weg? Oh Gott. Uah, nee. Ja. Uah, okay. Weiter. Kommen wir lieber mal zur letzten Frage. Würdest du noch mal so eine Abonnenten-Fragerunde machen? Ach so, ja, ich habe jetzt 400 Abo-Special eine Abonnenten-Fragerunde gemacht. Da habe ich einfach einen Haufen meiner Abonnenten genommen, habe die in Skype geschmissen, hat, glaube ich, fünf, sechs Leute auf einmal angerufen und dann durften sie mir einfach so spontan Fragen stellen. Fand ich eine ganz witzige Sache. Ich habe jetzt aber vor, das ein bisschen eingeschränkter zu machen. Halt nicht mit einer Fünfer-Sechser-Gruppe, sondern dass ich im Prinzip so eine Art Überraschung mache. Nach dem Motto, ich setze mich hin und rufe einfach mal irgendjemanden in Skype an, irgendeinen von meinen Abonnenten und sage einfach mal, ja, moin, hallo, hier ist Mr. Semtex und du darfst mir jetzt genau eine Frage stellen. Und dann lege ich wieder auf und dann rufe ich den nächsten an. Das ist so das, was ich mir als nächstes überlegt habe zu machen. Klingt gut, ja. Weil dann kann ich einfach mit dem Einzelnen dann auch wirklich vernünftig die Frage besprechen und es rufen mich dann auch irgendwelche anderen mit dazwischen und sowas. Das Und klingt vor allem kann wirklich ich dann im gesagt. Nachhinein das dann noch ein bisschen schneiden und bearbeiten und so. Es geht dann wesentlich einfacher, wenn man da immer nur zwei Leute, ne, konfidieren hat. Ja, und vor allem, ja, hat dann jeder auch mal die Möglichkeit dran zu kommen, weißt du, wenn du das so spontan dann dir auswählst und so, dann hast du keine festen Leute, sondern jeder kann dran kommen, theoretisch. Eben, deswegen schon mal mein Tipp an alle: behaltet in Zukunft, wenn ihr am PC sitzt, permanent euer Headset auf. Ja, genau, so sieht's Könnte aus. jederzeit sein, dass ich anrufe. Und zwar in beiden Listen, Herr Commander Krieger und Herr Kaboom. Kann auch sein, dass ich euch anrufe. Was sind Sie Nein, denn das werde ich nicht Abonnenten von trauen. deinem Kanal? CK und Kaboom? Weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass der Killer Chris mich abonniert hat. Er war mein 200. Abonnent gewesen, also er war sehr, sehr früh an Bord. Deswegen auch Okay. mal großes Dankeschön an der Stelle an den Killer Chris. Ob jetzt, Gott. also Kaboom und Killer CK, Chris weiß ich gar war, nicht. warte, jetzt muss ich überlegen, mein, ich glaube, 98. Abonnent. Also ist auch schon sehr, sehr lange her. Ja, Killer Chris, der sucht sich echt gute Leute schon aus, wenn die noch klein sind. Ja. Der hat echt ein, der sollte so Scout für die Bundesliga oder so werden. Genau. Hat echt ein Auge für. Ja. Schön. Gut, waren noch irgendwelche Fragen? Nein, das war die letzte Frage, ob du nochmal so eine Das war die letzte. Abonnentenfragerunde machst. Genau. Och, war schon die letzte, sind wir schon fertig.
Ja, aber Aber nein, ich. wir können gerne mal nochmal so ein Interview machen, weil ich habe nicht alle Fragen genommen. Das waren jetzt, glaube Ja. ich, 22, 23 Fragen und es sind noch sehr, 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 sehr viele Fragen noch offen. Und von Ja. daher denke ich mal, könnten wir auch irgendwann nochmal ein zweites Interview machen, wo dann einfach die Leute dir nochmal Fragen stellen können, Und wo würden, dann so ein wollen, paar tun. von der alten Liste jetzt nochmal mit draufstehen. Genau, sozusagen. Finde ich gut. Wäre ich auf jeden Fall Weil dabei. wir haben jetzt schon 50 Minuten gelabert und Och du Gott. das muss erst mal einer anschauen bis hierher, ne, liebe Leute. Ja, ich werd die dazu treten. Wenn einer, wir machen es jetzt einfach mal so, ich sage jetzt einfach mal ein Wort. Und wer mir dieses Wort als PN schreibt, der kommt auf meinen Hauptaccount auf der PlayStation auf die Liste. Weil ich habe jetzt vor, meine Liste ein bisschen auszuarbeiten, nämlich mal Okay. ein bisschen neu umzuformatieren. Und wer mir jetzt als Beispiel, ich habe hier gerade im Hintergrund ein Gameplay läuft hier gerade, wer mir als PN schreibt, Reaper, genau, der Reaper wird hier gerade rausgerufen. So, wer mir Reaper als einfach nur als Betreff oder als Nachricht Reaper schreibt, der kommt in meinem Hauptaccount auf der PlayStation, kommt darauf. Wenn ihr euch das bis hierhin angehört habt und ihr wisst jetzt, ja geil, ich hier mit Reaper, bla bla bla, tut mir bitte den Gefallen, schreibt es nicht in die Kommentare hier unter das Video, weil sonst machen das irgendwann alle, ohne sich das anzugucken, einfach nur, weil sie wissen, alles klar, wenn man hier Reaper schreibt, dann kriegt man da irgendwas. Ihr könnt es gerne weiterempfehlen, ihr könnt gerne euren Leuten sagen, hier guckt euch das mal an. Am Ende gibt es eine Überraschung, wenn du bei Semtex auf die Liste willst oder irgendwie so. Unterstützt das hier mal, weil das Interview haben wir jetzt im Prinzip für euch als meine Abonnenten gemacht. Ihr habt mir die ganzen Fragen gestellt. Du warst so lieb, sie aufzuzählen und auch zu sammeln und rauszusuchen. Ich habe sie jetzt für euch beantwortet. Deswegen wäre es mir auch echt lieb, wenn ihr euch das auch jetzt bis zum Ende angeguckt habt. Jeder, der sich das bis hier angeguckt hat, hat sich mal ein dickes Dankeschön von mir verdient an der Stelle. Und dann von mir auch ein dickes Dankeschön. Ja. Auch ein Dankeschön an dich, wie gerade schon gesagt, dass du das alles hier vorgelesen und so gemanagt hast und sowas und auch so schnell, nachdem ich dich gefragt habe, auch gleich schon das Video fertig gemacht hast zum Fragen sammeln, muss ich wirklich sagen, fand ich wirklich klasse. Und wie Kein du gesagt hast, wenn Problem, man gern geschehen. noch mal eine zweite Runde, da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf, wenn da noch ein paar gute Fragen zusammenkommen, bin ich da auf jeden Fall dabei. Ja, genau. Da würde ich dann ungefähr, also diese Woche nicht mehr, aber so im Laufe der nächsten Woche werde ich dann nochmal so ein Infovideo machen, wo ihr dann eure ganzen Fragen dann nochmal da reinstellen könnt. Und dann wird es auch irgendwann nächste Woche dann nochmal so ein Interview geben oder in 2 Wochen, je nachdem. Eben, ich mache es dann bei mir auch noch mal ein bisschen bekannter. Vielleicht könnt ihr mir auch schon mal Fragen über PN oder sowas schreiben und dann mache ich die als einzeln zusammengefasster Kommentar, schreibe ich dir die dann rein. Genau, kann man auch machen. Eben. Gut, okay, meine Lieben. Ja, es Gut. war ein sehr interessantes Interview gewesen. Ja, hat mir Spaß gemacht. Und mir hat super Spaß gemacht, es hat gefallen, war sehr interessant, vor allem die Story am Ende. Ja, das war schon was Und ganz Besonderes. es ist schon krass, also, ja, nee. Gut. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video oder beim nächsten Interview. Und alle wichtigen Informationen werde ich auch nochmal in die Beschreibung reinsetzen. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh. Ich darf wieder schreien. Ja, du darfst wieder schreien. Ja.